14.30 Uhr am Rettenbach. Hermann Limper kommt mit einer gewissen Vorahnung an. So, dann packen wir so. Gehen wir gut zu. Wie schaut's denn halt aus? Meinst du, wir finden etwas? Ja, ein bisschen was geht immer. Immer? Und wenn nicht, dann haben wir einen schönen Tag. Zuerst gilt es, die richtige Stelle zu finden. Gold ist ziemlich schwer und setzt sich gern an den Innenseiten der Bäche ab, weil da das Wasser langsamer fließt. Und da probieren wir es jetzt einmal. Dann nehmen wir ein paar Schaufeln und dann sehen wir's. Das grobe Material wird ausgewaschen. Am Rand dieser Schüssel würden sich die Goldteile absetzen. Aber sind denn überhaupt welche vorhanden? Ja, wunderschön. Da sieht man es zum Beispiel. Ein wunderschönes Teil. Da kommen wir jetzt. Da machen wir so ein richtiges Loch rein. Und dann fängt die Arbeit erst richtig an. Aus dem Untergrund siebt Hermann die gröbsten Teile raus. Der Rest kommt in die Rinne. Damit geht es schneller als mit der Schüssel. Ganz wichtig, dass man weiß, ob man den richtigen Zug auf der Rinne hat, müssen die kleinen Steine tanzen. So wie da drinnen, so müssen sie sich bewegen. Über einen Freund ist Hermann Limper vor Jahren zum Goldsuchen gekommen. Du hast eine absolute Ruhe. Du hörst nur das Wasser und die Vögel. Mehr hörst du nicht. Goldsuchen ist in öffentlichen Gewässern zumeist erlaubt, solange man keine Maschinen benutzt und nicht in Naturschutzgebieten zu schürfen beginnt. Sicherheitshalber sollten Goldsucher aber bei der zuständigen Gemeinde nachfragen. Nach einer halben Stunde wird's ernst. Hermann wäscht die Steine aus der Rinne in die Schüssel. Das Konzentrat aus 2 Eimern Sand. Ist tatsächlich Gold darunter? Und da Goldsucher gute Augen haben, sehen wir es mir schon. Du siehst es schon. Beispiel? Da ist zum Beispiel eins. Und da leicht auch schon vierer. Noch ein bisschen schwenken, dann lassen sich die winzigen Goldteilchen mit einer Pipette aufsammeln. Am Ende zu Hause wird die Waage gerade mal 0,037 Gramm anzeigen, nach einem halben Tag Suche. Aber Hermann will ja nichts daran verdienen. Reich wird man gar nicht. Man wird reich an Erfahrung. Sein Gold hebt er in solchen Fläschchen auf, verkaufen würde er es nie. Für ihn sind die glitzernden Teilchen vor allem ein Andenken an schöne, ruhige Tage in der Natur.